Und ich erkläre es mal ganz kurz. Wir haben aus echten Fernsehsendungen die Dialoge und das, was da gesagt wurde, Wort für Wort transkribiert und daraus einfach so kleine so Dramulette gemacht. Und wir werden jetzt per Zufallsgenerator eine Fernsehsendung auswählen und spielen dann mittels, du musst mich so ein bisschen anleiten, mittels deiner improvisationsinszenatorischen Fähigkeiten, werden wir das in ein Theaterstück umsetzen, um den Menschen zu zeigen, auch Fernsehen kann bedeutungsschwer und qualitätsvoll sein, wenn man es richtig macht mit dem echten Schauspieler. Dem besten Schauspieler Deutschlands, Lars Eidinger. Ich würde vielleicht aber das Erste, nee, magst du? Eigentlich merke ich schon gerade, apropos improvisieren, ist eigentlich am schönsten, wenn wir es so machen. Ne? So würden wir es im Theater machen. Dann mache ich es mit dem Mund. Okay, Frauentausch. Frauentausch, Folge 263 vom 30.09.2010. Frauentausch. Ah, die habe ich gesehen. Würde ich jetzt sagen, eher sowas. Pass mal auf, was nehmen wir? Ich erzähle erstmal, worum es geht. Ja, mach mal. Die neunfache Mutter Silvia und Tanja, Mutter eines sechsjährigen Sohnes, hatten für 10 Tage die Familien getauscht. Jetzt treffen sie zum ersten Mal aufeinander und berichten sich über ihre Erfahrungen. Als ich bei dir hingekommen bin und da stand der Zettel sauber, ja? Nennst du das sauber, was du da hast? Das war komplett sauber, du, wo ich weggegangen bin. Sauber? Ich bin ja, ja, das ist sauber. Du lässt deine Kinder drin leben in so einem Brettschlag? Als ich in die Küche gekommen bin, der Ofen, der war Bombe! Du sagst doch nicht, dass du davon kochst, oder? Der war sauber, wo ich weggegangen bin. Alter, du bist so ekelhaft! Du kotzt und widerst mich sowas von an, das glaubst du gar nicht. Weißt du was, du kannst mich mal! Du blöde Schlampe! Mein Sohn ist erzogen! Mein Großsohn wird sich waschen! Scheiße, eben mit diesem Prompt an, warte. Warte. Egal. Mein Sohn geht sich waschen und schläft nicht immer in den gleichen Klamotten, so wie deine Kinder! Ey! Ich war da ein paar Tage! Weißt du, wie das abgegangen ist? Alles stinkt! Dein Mann stinkt! Deine Kinder stinken! Du stinkst! Verpiss dich! Putzzeug gab's im Schrank, wenn du besser gekocht hättest! Verpiss dich doch selber, du Alte! Ein Satz habe ich noch! Ich versteh's nicht! Und dann lebt man da mit 9 Kindern! Und man setzt mal noch eins hinterher! Weil super! 9 Kinder wohnen nicht da, es sind schon welche raus! Scheißegal! Wir machen einen noch. Machen noch einen. Topmodel. Yes. Okay, warte. Topmodel. Ich bin Heidi Klum. Ich sag mal, Heidi kommt zu Sarah in den Backstage-Raum, nachdem die Kandidatin das Fotoshooting weinend abgebrochen hat. Okay. Besorgt schaut Heidi nach dem aufgelösten Mädchen. Na, haben sie dich allein gelassen? Ich hatte Probleme mit dem Fotoshooting. Oh, wir haben ja noch gar nicht richtig erst angefangen. Ich möchte gerne ein schönes Foto von dir. Und mit deinem Körper, ich finde das so super, was du gemacht hast. Dass du jetzt wieder fit bist und das wissen wir alle, du brauchst dich nicht zu verstecken. Bist du schwul, Heidi? Ich möchte, dass du da drüber stehst. Viele Sachen kannst du, je nachdem, wie du dich bewegst. Und da gibt es so viele Situationen, Posen, die du machen kannst. Ich sehe die anderen Mädchen und die haben alle so Traumfiguren.
Sie schluchzt. Und ich sehe aus wie ein fettes Schwein. Du bist auf dem richtigen Weg zur Traumfigur. Ich hab mich so geschämt. Sie weint jetzt stärker. Und wo ich die 120 Mädchen gesehen hab, da wollte ich direkt wieder nach Hause fahren. Und guck mal, wie weit du schon bist. Ja. Guck doch mal, wie weit du schon bist und wie du dich verbessert hast. Ja. Einzig komm ins Finale. Das Problem ist das, dass wir alle Regeln haben in der Sendung. Sarah fällt ins Wort. Du hast eine Regel? Ja. 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 Und dass ich das gerecht machen muss, den anderen gegenüber. Da kannst du nicht sagen, ich will dieses Outfit nicht anziehen. Ich möchte lieber das andere Outfit anziehen. Das will keiner hören. So knallhart, wie ich das jetzt sage. Aber so ist es wirklich im echten Leben. Und ich finde das super, wenn du jetzt da rauskommst und einfach zu dir stehst und ein tolles Foto machst. Ich möchte nicht, dass du jetzt aufgibst. Sie stupst Sarah auf die Nase. Hm?